KinoCast. Go, go, go! Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ha. Hast du vorhin gerade noch Counter-Strike gespielt, wegen Go, 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 oder? Nein. Nein, okay. Nein. Kennt das überhaupt noch jemand? Okay. Ja. Ja, hallo auch von mir. Gespielt. Der Erik hier. Hallo, und der Erik, hallo. Ja, für alle, die keine Kapitelmarken haben, weil sie es über Spotify oder andere Dienstleister hören, was erwartet euch heute? Wir werfen einen Blick in die Sneak Preview der vergangenen Woche. Das war Last Night in Soho, der Film, der jetzt demnächst anläuft. Dann sprechen wir auch über den aktuellen Kinofilm Halloween Kills, die aktuelle Netflix-Premiere Army of Thieves. Wir haben einige News für euch, da geht es unter anderem um Schläferz und ein paar Serien, The Five und The White Lotus. Und mal gucken, was uns sonst noch so einfällt. Es gibt auch ein cooles Kinofilm-Quiz von der Luise, hat sie uns eingeschickt. Da werde ich die anderen beiden Mitstreiter hier mal testen nachher. Und hurra. Dann lasst uns doch mal starten mit Last Night in Soho. Kate, worum ging es denn da? Da ging es um ein junges Mädchen namens Eloise, die bis vor kurzem noch auf dem Lande bei ihrer Oma wohnte, jetzt aber nach London, nach Soho gezogen ist, um dort Modedesign zu studieren, denn das ist ihre Leidenschaft. Sie entwirft Kleider und ist so ein bisschen, sagen wir mal, fasziniert, vielleicht auch besessen von den 60s. Also die ganze Mode aus dieser Zeit gefällt ihr wahnsinnig gut und auch die Musik ist voll ihrs. Und sie zieht, wie gesagt, nach London, um dort zu studieren und wird da in einem Wohnheim einquartiert, was sie auch relativ schnell merkt, dass sie alles zu viel ist. Die anderen Mitkommilitonen feiern Partys, saufen, nehmen keinerlei Rücksicht auf dieses Landei, in Anführungsstrichen. Und sie wird relativ schnell von dieser ganzen Situation überfordert und überwältigt und entscheidet daher, einen Job anzunehmen und sich ein kleines Dachapartment zu mieten, wo sie dann relativ schnell einzieht und sich auch sehr wohl fühlt. Also sie macht relativ schnell sich das ganze Leben dort zu eigen und fühlt sich relativ wohl. Im Studium wird es dann auch ein bisschen besser, weil sie weg ist von den komischen Leuten im Wohnheim. Was jedoch passiert ist, dass sie anfängt, von einer mysteriösen jungen Frau zu träumen, die scheinbar einst im gleichen Apartment wie sie gewohnt hat. Und was am Anfang für ein Selbstbewusstseinsboost führt bei Eloise, stellt sich später als Kriminalgeschichte heraus. Denn die junge Frau versucht auch nach London, in London Fuß zu fassen und kommt da in, sagen wir mal, schlechte Hände und wird entsprechend nicht gut behandelt. Und Eloise erlebt das Ganze mit in ihren Träumen. Doch später auch außerhalb ihrer Träume wird sie von diesen Gedanken und dieser Vergangenheit heimgesucht. Und sie versucht natürlich dann rauszufinden, was der jungen Frau passiert ist. Gespielt wird Eloise von Thomasine McKenzie. Die mysteriöse junge Frau namens Sandy wird gespielt von Anya Taylor-Joy, die wir aus zum Beispiel das Damen-Gambit kennen. Und auch gut bekannt Matt Smith taucht in diesem Film auf, in der Rolle des Jack. Wer er ist, verrate ich natürlich nicht, aber er spielt auch eine wichtige Rolle. Genau. Es gibt noch ein paar Nebenrollen, die aber jetzt keine großen Namen sind und auch nicht bekannt sind. Meiner Meinung nach habe ich zumindest keinen bisher so gesehen. Das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Mystery-Thriller, mit aber auch leichten Horror-Tendenzen. Also es gibt durchaus Schreckmomente und leichte Horrorszenarien. Also ich kenne so den einen oder anderen in unserem Freundeskreis, der wäre der Film schon zu viel gewesen. Ich persönlich fand den Film unfassbar gut. Mir hat die Entwicklung der Geschichte richtig gut gefallen. Die Hauptdarsteller,
auch meiner Meinung nach top. Thomasin McKenzie fand ich streckenweise ein bisschen schwach, aber auch in Ordnung. Ich bin halt wieder total weggefickt worden von Anya Taylor-Joy. Die ist einfach der Wahnsinn, die Frau. Ich finde die klasse. Der Film hat mich von der ersten, vom ersten Moment mitgerissen und für mich einer der besten Filme des Jahres bislang. Es kommt ja noch ein bisschen was dieses Jahr, aber trotzdem muss ich schon sagen, Eternals, ne? Ganz weit oben. Nee, Last Night in Soho ist ein, meiner Meinung nach, ein absolutes Muss zum Angucken. Wer auf so ein bisschen Mystery, Thriller, Crime steht, ist da super bedient. Ich weiß nicht, wie es meine Mitkollegen fanden. Ich glaube, wenn ich die Bewertungen sehe, bin ich die Einzige, die ihn so weit oben sieht, oder? Ja. Ja, ne, ist ja letzten Endes dann auch irgendwie Geschmackssache. Also üblicherweise kann ich mir relativ schnell so über so einen Film irgendwie eine Meinung bilden. Und bei dem hat es bei mir echt noch ein bisschen gedauert. Ich musste da noch ein paar Nächte drüber schlafen, weil da wirklich viel, 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 viel Material drin war. Waren wahnsinnig tolle Szenen drin und geniale Musik. Also der Soundtrack ist der absolute Hammer, der aus den 60s. Ganz tolle Songs, gut ausgewählt. Ich hatte, als ich klein war, von meiner Mutter so ein Tonbandgerät gekriegt. Ja, da waren die ganzen Songs alle drauf. Da habe ich immer die ganzen Sachen gehört. Also Eloise kenne ich nur auswendig und so. Und ja. Den Song auch? Aber ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Mit diesem ganzen Film und mit einigen drüber nachdenken, bin ich drauf gekommen, das war eigentlich ein ziemlich großer Taschenspielertrick, der ganze Film. Weil dieses ganze Eye-Candy, diese Inszenierung, dieses Opulente, diese Musik, die dich reinzieht, lenkt halt ziemlich von der relativ banalen Geschichte ab. Wo zwar noch ein bisschen Tiefe reingebracht wird, dadurch, dass ja ihre Mutter vor einigen Jahren auch mal nach London gegangen ist und dann nicht zurückgekommen ist, ohne jetzt zu viel zu verraten. Und sie da irgendwie noch eine Verbindung spürt zu ihrer Mutter, die sie ja auch irgendwie so sieht, so ein bisschen zweiten Gesicht mäßig. Das verschwindet aber dann, wo sie in London ist, da sieht sie eben diese andere Frau und das wird quasi davon überlagert und ja, dass diese bisschen Tiefe, okay, aber insgesamt, ich weiß nicht, mit so wirklich ein bisschen Abstand, nachdem ich aus dem Film dachte, boah, war der richtig gut, dann da habe ich aber schon so gespürt, na, irgendwas ist da noch irgendwo. Da habe ich überlegt, habe ich jetzt Bock, den eigentlich nochmal zu gucken? Muss ich sagen, nein. Ich habe den jetzt gesehen, doch, ist so ein One-Trick-Pony. Ich weiß jetzt, wie es ausgeht, das reicht mir auch. Und ich kann die Musik so hören, in der Spotify-Playlist muss ich den Film nicht sehen. Und ich möchte davor warnen, weil ich habe jetzt in der Nachbetrachtung habe ich auch schon so eine Kritik vorbereitet und da verlinke ich auch immer den Trailer. Der normale Trailer, der spoilert, aber total. Vorsicht, also der Teaser, den ich auch vor James Bond gesehen hatte, der war nur mit dieser Musik, wo sie Downtown singt und wo dann die Szenen reingeschnitten sind, der verrät ja gar nichts und das ist auch gut so. Vorsicht vor dem Trailer. Und Chris, wie fandst du so? Ja, ich fand ihn gut, also Ich weiß gar nicht, ich verstehe sowohl, was Kate sagt, als auch was du sagst, Erik. Ich sehe das auch beides so. Klar, ist so ein bisschen Taschenspielertricks, nur der Film hat so viele, wie ich finde, coole Szenen einfach drin und so viele Sachen, die man am Anfang so nebenbei aufnimmt und dann am Ende so, the fuck, dran hockt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das hat mir echt gefallen, weil ich finde, er spielt schon sehr mit deinem Kopf. Es ist jetzt nicht so, dass ständig Blut spritzt oder irgendwelche großartigen Mega-Schreckmomente sind, sondern das ist mehr so ein bisschen Psycho-Horror und das finde ich eigentlich ganz cool. Sowas gefällt mir sehr, sehr gut. Und dadurch, dass mir auch Eloise, die Hauptdarstellerin, sehr gut gefallen hat, fand ich das eine ganz runde Sache, auch die Geschichte, wo erzählt wurde. Klar, der Doktor, der wertet jeden Film auch nochmal auf. Wie gesagt, ich kann mit den Kritikpunkten von dir, Erik, absolut auch mitgehen, finde es allerdings nicht so schwerwiegend, weil der Film trotz allem ein Film ist, wo ich sage, hey, den kann man sich auf jeden Fall anschauen, und zwar egal, ob zu Hause oder im Kino. Das ist ein Streifen, den man sich auf jeden Fall anschauen kann, wenn man auch so ein bisschen auf so dieses Genre steht und auch einfach mal vielleicht ein bisschen anderen Film in dieser Richtung sehen möchte.
der ein paar richtig, richtig coole Kameraeffekte mit drin hat, die mich einfach komplett abgeholt haben. Und deswegen, ja, die Story ist, denke ich, auch noch ganz, ganz cool gemacht und das, also sehenswert, ist ein bisschen auf jeden Fall. Jammern ja, auf hohem Niveau ja, ja, eigentlich schon. Und das finde ich ganz gut. Gebe ich dir vollkommen recht. Also sehenswert, also sehen sollte man den Film auf jeden Fall. Also wer sich irgendwie ein bisschen für Kino und Filme interessiert, guckt den Film auch im Kino an, weil da hat er eine Sogwirkung, die da entfaltet durch die Bilder und durch das Neonlicht und das London der 60er Jahre da. Das ist total irre. Und auch die Sequenzen, wenn sie dann so in die Traumwelt abgleitet und dann plötzlich ja da irgendwie James Bond Fireball als Kinoplakat hängt und sowas. Das ist schon extrem genial und die Musik und so weiter. Unbedingt anschauen, ja. Die Hauptdarstellerin, die du gerade so gelobt hast, die Thomasin McKenzie, die hat übrigens eine Rolle bei Top Gun, bei der Neuverfilmung bei Maverick abgelehnt, um dort mitzuspielen. Finde ich, hat sie alles richtig gemacht, weil hier hat sie die Hauptrolle, dort wäre sie ja nur Sidekick von Tom Cruise gewesen oder so. Und die spielt auch echt toll und auch natürlich Anya Taylor-Joy super gemacht und Matt Smith auch. Ja, das hat mir auch total Spaß gemacht, den wiederzusehen. Und ja, auch der, wie heißt der andere, Terrence Stamp, der so dubiose ältere Typ, der da manchmal in der Kneipe rumhängt und so, ihr wisst, wen ich meine, ne? Ja, den kennen wir ja auch aus vielen Rollen, das mochte ich auch, den mal wieder zu sehen. Und ja, die ganz am Anfang steht er da vor Diana, da gab es ein bisschen Gelächter, also Diana und so, aber es geht um Diana Rigg, die kennen wir zum Beispiel aus Game of Thrones, hat sie da die eine ältere Frau gespielt, das war die Vermieterin quasi. Das war ihre letzte Rolle. Sie ist ja so kurz vor Ende der Dreharbeiten gestorben. Ja, deswegen war da vor der Jana. Also die spielt auch sehr, sehr gut und sehr undurchsichtig. Und insgesamt, ich mochte eigentlich sehr viel an dem Film, aber das ist irgendwie so, ich kann mich noch nicht so richtig drauf einlassen. Vielleicht, wenn ich den irgendwann nochmal wiedersehe, wo ich dann das Potenzial erkenne, dass vielleicht geht es mir da so wie bei Mulholland Drive, wo ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, um Himmels Willen, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann, wo ich den später nochmal wieder gesehen habe, dachte ich, oh, Meisterwerk. Vielleicht geht es mir hier genauso, kann sein, aber ich stehe jetzt erstmal dazu, dass ich dem Film jetzt wirklich nur 6,5 von 10 gebe. Also bei uns in der Gruppe, da gibt es ja keine halben Punkte, da habe ich 7 gegeben, was aber auch ja sehr gut ist. Ne? Und für eine Sneak top und man sollte den auf jeden Fall sehen. Ich habe auch weiter Empfehlungen gemacht. Ne? Ich wiederhole ja, ich kann man auf hohem Niveau. Ne? Ja, ja. Und der Soundtrack, herrlich. Aber, ja, okay. Was ja, gibt auch ihr? Noch Punkt, guck, auch noch Kate? Ich habe ja schon gesagt, ich habe zwar noch nicht alle Filme dieses Jahr gesehen, aber für mich von den Filmen, die ich gesehen habe, der beste Film des Jahres und somit gebe ich auch 10 Punkte. Wow. Okay. Ich liege tatsächlich dann genau, quasi fast ganz genau zwischen euch. Ich bin nämlich bei 8 Punkten von 10. Ja. Also können wir zusammenfassen, auf jeden Fall sehenswerter Film. Last Night in Soho von Edgar Wright startet in 4 Tagen, müssen wir dann gleich bei den Neustarts mit erwähnen. Und dann gehen wir doch mal hier gleich mal weiter. Wie sieht denn der Tipp aus für morgen, für die nächste Sneak Preview, Nummer 1085? Da lautet der Tipp für den 8.11. Übergabe mit Hindernissen. Mhm. Und da sind auch schon Tipps eingegangen und ich befürchte, ich muss morgen mitkommen. Also es wurde getippt House of Gucci, da muss ich mal den Trailer angucken, Matrix Resurrections, oder heißt es so? Ja. Und Ghostbusters Legacy. Also wenn einer davon kommt, bin ich dabei. Ja, schauen wir mal. Also bei Matrix hätte ich so meine Zweifel, ob der kommt. Ja, aber bei Ghostbusters habe ich auch meine Zweifel, also. Ja, bei Gucci, da geht es, glaube ich, um diese, da gab es, glaube ich, irgendwie einen Mordfall in der Familie, in dieser Gucci-Familie. Ja. Und dann wird das halt weitergegeben, das Erbe, also sind Top-Schauspieler da, also Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons und ja, verdammt. Spielt da nicht sogar Lady Gaga mit oder so, ich glaube. Kann sein. Und Ridley Scott hat es gedreht. Papa Pokerface. Ja, also Ridley Scott hat es gedreht, also allein deswegen schon sehenswert und verdammt. Das wäre so meine kleine Hoffnung, auch würde vielleicht passen, obwohl natürlich der dritte noch, der mit einer Übergabe, könnte vielleicht auch gut passen. Naja, schauen wir mal, was uns da erwartet morgen in der Sneak Preview in Stuttgart.
Und wir gehen mal weiter in die gesehenen Filme. Nachdem ich den Verleiher angehauen hatte, ob ich nicht mal einen Screener kriege, wurde mir dankend abgelehnt, dass es keinen Screener gibt von Halloween Kills. Da dachte ich, boah, gehe ich halt mal ins Kino und habe mir den mal doch nochmal angeschaut, weil irgendwie, ja, ich mag so die Halloween und Freitag 13 und so. Das ist so waren so meine Grusel-Horrorfilm-Wurzeln. Und will halt sehen, wie das weitergeht. Ich habe auch diesen, vor 2 Jahren gab es ja auch schon mal dieses Halloween-Remake. Habe ich auch geschaut gehabt von, wie heißt der, David Gordon Green, der Regisseur. Der hat jetzt den 2. Film gemacht, der heißt Halloween Kills. Und in einem Jahr oder 2 Jahren, ein Jahr kommt dann Halloween Ends. So, das heißt also, wir reden hier von einem, ich nenne es mal Brückenfilm, der so den Brückenschlag schaffen soll zwischen dem Halloween-Film, den wir vor einem Jahr gesehen haben. Habt ihr den gesehen eigentlich oder noch nicht? Ja. Ne? Ja? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich mich dran erinnern, ja. Ich habe jetzt Teile davon gesehen. 2018 war es, okay, sehe ich gerade. Hier ist es dann so, der schließt quasi nahtlos an den Vorgängerfilm von 2018 an. Und nachdem quasi die Laurie zusammen mit ihrer Tochter und der Enkelin den Killer endgültig besiegt haben. Aber wer sich auskennt, der ist nicht endgültig besiegt. Und so, wenn man weiß, jetzt kommt ja noch ein Film, man sitzt ja gerade drin in dem Film und der ist gerade 5 Minuten alt. Das wäre sonst eine Story für Verstehen Sie Spaß, dass man irgendwie so einen Film macht, der nach 5 Minuten zu Ende ist, Licht geht an und was? Nee, aber man weiß ja auch, es kommt ja noch ein Film, also muss ja mindestens noch mal weitergehen. Ja, und so ist es dann auch. Es ist wieder Halloween in der Stadt und der Killer ist wieder unterwegs und schließt quasi nahtlos an den vorhergehenden Film an. Und was jetzt hier noch eine kleine Besonderheit ist, ist eben, dass es nicht nur nach dem 10-Kleine-Jägermeister-Prinzip hier so stattfindet und die Dümmsten sterben zuerst, sondern es ist so, dass die Bürger von Haddonfield sich hier mal zu so einer Art Bürgerwehr zusammenschließen und quasi dem Michael Myers entgegentreten wollen, was dann auch zur Folge hat, dass sie wissen ja nicht, wer steckt hinter der Maske. Das heißt, da werden halt auch falsche Leute als böse identifiziert und halt übelst massakriert und so von dem Mob selbst. Und da ist noch so ein bisschen so eine leichte Sozialkritik mit drin. Ich würde es aber wirklich bei weitem nicht überbewerten, aber ansonsten ist die Story sowas von dämlich. Also das hat ja schon fast, ich meine, ich gucke ja Schläferz, aber da ist es ja quasi drauf angelegt, dass es dämlich ist. Aber hier so einen Film mit einem relativ guten Budget, denke ich mal, ins Kino zu bringen, also nicht Direct-to-Video oder Direct-to-Heimkino, Netflix, irgendwas, da erwartet man schon eigentlich, dass da ein bisschen mehr Sorgfalt und ein bisschen mehr Story und Substanz drin ist, aber ja, das ist halt wirklich, das war nix. Also auch so als Brückenfilm, also man hat richtig gemerkt, okay, das 2018, der Film war irgendwie ein Erfolg und jetzt will man das ausschlachten und man hat vielleicht eine Idee fürs Ende, also für Halloween Ends. Also ich vermute mal, ohne das zu wissen, dass dann Jamie Lee Curtis wahrscheinlich sterben wird, weil die hat ja hier auch schon wieder mitgespielt. Die ist ja schon relativ alt. Ich glaube, die hat keine richtige Lust mehr auf die Filme. Und ich glaube, die wird dann das Zeitliche segnen und es wird dann ganz groß aufgebaut. So. Und jetzt müssen sie nun diesen Füllerfilm machen und wissen nicht so recht, was sie eigentlich tun sollen. Und das Einzige, was cool ist, sind so die Slasher-Szenen, weil die sind echt ganz, ja, so ganz cool gemacht und coole Effekte drin und mit so witzigen Sachen, die er wieder verwendet, irgendwelche Materialien und irgendwelche Geräte, wo er dann Leute hinmassakriert und so. Das ist aber alles so, ja, B-Movie-Videothekenware. Das gehört jetzt meines Erachtens nicht unbedingt ins Kino. Und so dieser leichte Wow-Effekt, den ich bei dem Vorgängerfilm hatte, wo ich mich so ein bisschen auch gefreut habe, dass Halloween wieder ins Kino kommt und irgendwie ein Reboot erfährt, hatte ich jetzt nun hier gar nicht, weil es war einfach nur dämlich und hat nicht so richtig Spaß gemacht, ich war nicht dabei, es waren ganz viele Hin- und Herblenden und Rückblenden und da wurde versucht, manchen Personen noch irgendwie eine Backstory zu geben, da wurde gesagt, ah, übrigens,
die Person war 1900, hast du nicht gesehen, stand die da an der Seite hinter dem Baum und hat zugeguckt, wie der Mord passiert ist. Und weißt du, so ganz hanebüchen zusammengeschustert ist. Und deswegen hat diese Person jetzt diese... Also nicht wirklich gut. Und aber es war hier, Kinodienstag war billig. Und ich gebe 5,5 von 10 Punkten hier. War wirklich... So viel? Ja, es war ja ganz okay für so eine Slasher-Ware. Und dem Vorgängerfilm habe ich, glaube ich, 6,5 von 10 gegeben. Den fand ich da noch ein bisschen besser. Und den jetzt 5,5. Und ich mal sehen, wie Halloween Ends mich dann zufriedenstellen wird oder nicht. Quasi als... Ja... Ich möchte es jetzt nicht vergleichen mit... Ich habe so eine Vermutung, mit aber ich sag's mal. Mit der Christopher Nolan Batman-Trilogie, ja, die dann zum Ende kommt. Oder so. Da ist weit davon entfernt, aber mal schauen, wie er es hinkriegt dann. Und ich glaube, dann ist er auch langsam mal gut. Naja, wir hatten ja vom Filmverleiher, als vor ein paar Wochen, als ich noch nicht wusste, dass sie mir keinen Screener zur Verfügung stellen, wenn ich lieb frage, ne? Haben wir ja die Frage bekommen, was denn unsere Top 10 Grusel-/Horrorfilme so sind. Und da habe ich gedacht, das passt ja dann, wenn ich den Film gesehen habe, können wir uns mal drüber austauschen. Kurze Frage in die Runde, habt ihr da was oder sollen wir es verschieben? Natürlich, okay. Nein, ja, okay. Ich bin schon seit letzter Woche vorbereitet. Super. Würde ich sagen, wir fangen mal so mit Platz 10 an bei jedem und... Wenn es Doppelungen gibt, können wir uns ja kurz drüber austauschen dann. Also wenn jemand was nennt, was jemand anders auch schon auf der Liste hat, dann können wir uns ja kurz austauschen, oder? Kate, fängst du mal an. Was hast du denn auf 10? The Blair Witch Project. Ah, den... Nee, den habe ich nicht drauf. Nee. Der hat's bei also mir den nicht ersten. In die Top 10 geschafft. Blair Witch, weil den finde ich mittlerweile eher lustig. Also den finde ich gut, aber sehr lustig. Ich lache mich kaputt. Ja, was ist das für ein Schleim aber, hier? Ja, aber wenn du dir bewusst machst, wie der Film entstanden ist, ja. siehst du ihn halt auch mit anderen Augen. Und beim ersten Mal habe ich so einen Schiss gehabt, wo ich im Kino Spaß. War. Beim ersten Mal, wo ich im Kino war, so einen Schiss gehabt. Ja, und wenn du, vor allem halt, wenn du dann halt auch erfährst, dass das meiste eigentlich gar nicht gescriptet war, sondern einfach improvisiert. Hm. Und dass es für den Film einfach nur so ein Grundkonzept ging und dann hat man die halt losgeschickt. Und das finde ich einfach, ist eine tolle Machart. Ich habe den jetzt auch bestimmt seit 5 Jahren oder so nicht mehr gesehen. Aber er ist trotzdem einer von meinen All-Time-Favorites. Extrem gruselig dann. Also wo ich das erste Mal den gesehen habe, wollte ich dann da runtergehen in den Keller und so, wo dann die komischen Dinger da in den Bäumen hängen. Aber mittlerweile, wie gesagt, ich gucke den auch gerne, wenn der irgendwo läuft. Der läuft ja manchmal irgendwie auf Sky oder so. Aber ich finde den... Primetime 2015. Nee, das nicht. Irgendwann nach dem Tagsprogramm 16 Uhr auf RTL. Der gab so jetzt den Sky-Sender, da kam der auch. Ja, dann nehme ich den dann auf und gucke den dann nochmal. Ich find den mittlerweile so lustig. Was ist das für ein Schleim hier und so? Ja. Und wo sie dann so ganz nah in die Kamera, wo man den Schnupfen in der Nase sieht. Ich möchte mich entschuldigen. Ist halt authentisch. Ja, genau. Nee, sehr schön. Ja, Chris, was ist denn bei dir auf 10? Auf Platz 10 bei mir hat's, ich muss erstmal sagen, ich habe mir echt schwer getan bei dieser Liste, weil ich ein paar Filme einfach mag, aber die jetzt noch in der Reihenfolge zu bringen, fand ich echt, das war der blanke Horror. bei mir auf Platz 10 ist gelandet Texas Chainsaw Massacre und sowohl das Original als auch hier Remake und alles, weil es einfach da sehr coole Szenen gab und ich da auch sehr lustige Erfahrungen damals im Kino auch gemacht habe. Das war sehr witzig und hat mir gefallen, gefällt mir immer noch. Ah, sehr schön. Liefern das Sneak, war echt cool da, das Remake. Hm. Ja, super, super Filme. Also der zweite Teil ist auch gut mit Toby Huber und so. Hab mir damals irgendwie die VHS-Kassette irgendwo aus Österreich besorgt oder so. Das waren noch Zeiten. Ja, nee, habe ich bei mir nicht auf der Liste, weil ich musste ja auch eine Selektion hier treffen. Bei mir auf 10 ist Saw tatsächlich. Ist bei mir weiter vorne. Weiter vorne, dachte ich mir. Ja. Also habe ich auch dabei, ja. Saw, der erste Film, ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel Horror, aber hat die ganze Zeit so eine unangenehme Stimmung und so. Ja, so, war was Neues damals. So übel und düster, ja. Und die anderen Teile, die waren ja dann wirklich nur noch so, ja, 10 kleine Jägermeister und wer stellt sich am dämlichsten an. Und ja, der erste Teil, der war echt wahnsinnig gut, den gucke ich manchmal noch gern. Vor allem dann auf die Kleinigkeiten zu achten, wenn man dann weiß, wie es ausgeht und so.
Ja. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn man einmal den Film bis zu Ende geguckt hat, dann guckt man ihn das nächste Mal mit ganz anderen Augen und versucht auf die kleinsten Kleinigkeiten zu achten, die einem dann aber auch auffallen. Und das ist cool gemacht. Ja. Platz 9 bei dir, Kate. Carrie. Und zwar der Klassiker. Der alte Film oder das Remake? Der alte Carrie. Der alte Carrie. Der neue ist okay, Duck und Carrie, aber. Duck und Carrie, Duck und Carrie, Carrie Duck ist. Und Carrie, weiß ich Duck nicht. Carrie, also, ist, glaube ich, der einzige wirklich näher, wobei die anderen alle sind auch relativ alt, aber trotzdem. Ich weiß nicht, Carrie ist auch so ein All-Time-Favorite. Also, eine Bekannte von mir, die wollte jetzt mal von mir ein paar Horrorfilme wissen, womit sie anfangen kann. Und ich empfehle ihr grundsätzlich immer erstmal die älteren Filme anzuschauen, weil die von der Qualität her, beziehungsweise von den Effekten, teilweise für heutige Verhältnisse schlecht sind und somit nicht so ganz so gruselig. Und daraufhin hat sie sich Carrie angeguckt und danach hat sie mich verteufelt. So, und wenn jetzt euch jemand fragt, dann sagt ihr, hör in die Folge Nummer 690 vom Kinocast und dann ab dem Timecode sowieso. Dann kriegt ihr dreimal Top 10. Mal gucken. Ja, dann gibt es genügend Material. Chris, was ist bei dir auf 9? Auf 9 ist für mich ein absoluter All-Time-Klassiker, wie es Kate gerade so schön gesagt hat. Eine Filmreihe auch, die ich immer mit Begeisterung gerne schaue, weil ich es einfach mag. Das ist auch wieder, ich mag das einfach. Ich weiß auch nicht, mir gefällt auch die Idee dahinter. Platz 9 ist bei mir Chucky, die Mörderpuppe. Oh. Auch cool, ja. Boah, also mit Chucky kann ich gar nichts anfangen. Also irgendwelche Puppen, die anfangen zu leben, nee, das geht gar nicht. Nee. Ja, da ist ja der Geist des Bösen drin. Ja. Das ist viel zu creepy. Habe ich auch gar nicht drin bei mir, siehst du. Ich muss halt mal. Ja, ich auch nicht. Also bei mir auf 9 ist The Others mit Nicole Kidman. Ja. Von Alejandro Amenabar. Extrem gruselig. Also den finde ich, glaube ich, jetzt immer noch gruselig, wenn ich den gucke. Und das ist eigentlich selten bei irgendwelchen Filmen, weil wenn ich die dann irgendwann mal gesehen habe, weiß ich, was passiert und finde es nicht mehr gruselig. Aber hier, wo die in dieses seltsame Haus zieht und irgendwie da alles so wehende Vorhänge und so. Also ja, guckt den mal an, wenn ihr den noch nicht kennt. The Others gibt es bestimmt irgendwo zum Streamen. Kate, bei dir die 8. Halloween. Welcher? Den ersten. Ach so, den ersten, okay. Ich weiß nicht, ich mag immer irgendwie nur die ersten Teile. Ja, bei manchen passt ja. Film rein. Habe ich ja, auch doch, bei Halloween. Mir nicht, Halloween. Habe ich bei mir nicht drin, ne? Chris, hast du es drin? Nee. Ich habe Halloween auch nicht drin, ne. Okay, was ist bei dir auf 8? Saw. Okay, na, das hatten wir ja schon. Ja. Bei mir auf 8 ist The Cabin in the Woods. Oh ja. Da habe ich überlegt, aber da hat es nicht reingeschafft. Ich hatte den auch erst nicht drin, dachte ich, nee, der muss rein. Da habe ich Hereditary rausgeschmissen dafür. Also Cabin in the Woods ist so ein cooler Horrorfilm, weil er auch diesen Dreh hat dann mittendrin, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer den nicht kennt, unbedingt anschauen. Chris Hemsworth und so fährt mit so einer Gruppe von jungen Leuten da in so eine Hütte und man wüsste, was passiert, aber man weiß gar nichts. Also, mag ich sehr. Kate, bei dir 7. 13 Geister. 13 Ghosts. Kennt ihr den? Ja, kenne ich. Ich liebe ihn. Ja, der ist geil. Auch geil. Ja, der war auch damals sehr erfolgreich im Kino. Habe ich bei mir nicht drin. Chris, bei dir? 7? Platz 7 ist bei mir Drag Me to Hell. Ah, Sam Raimi, ja, der war auch cool. Ja, der einfach unfassbar widerlich ist und unfassbar im Kino hat der unfassbar nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Ton gespielt. Und das fand ich richtig gut. Was da Leute rausgegangen sind, hat mich schon wieder mehr auch richtig begeistert damals. Aber Drag Me to Hell hat mich richtig abgeholt, weil, oh mein Gott, der war so eklig und so, boah. Der ist super, ja. Ich habe auch einen Sam Raimi-Film auf 7 tatsächlich. Showgirls. Ach nee, der ist von Verhoeven. Den Klassiker, ja. Tanz der Teufel, The Evil Dead, den allerersten. Tanz der Teufel, ja, den hatte ich, der wäre in den Top 15 ist der drin. Ja. Kate, bei dir die 6? Die 6 ist A Quiet Place. Oh, den habe ich bei mir weiter vorne, der ist bei mir auf 2. Kleiner Spoiler. Oh. Ja, finde ich so schön horrormäßig, gruselmäßig, weil es ist einfach so intens, das Ding. Und auch der zweite Teil, der macht den ersten noch mal besser. Wahnsinn. So gut hingekriegt. Nö. Chris, bei dir? Habe ich Quiet Place 6 ist bei mir gar nicht drin. Platz 6 ist tatsächlich bei mir, wer hätte es gedacht, Last Night in Soho.
Okay. Als Horrorfilm, okay. Ja, habe ich ja vorher auch gesagt, als Horror. Ja, okay. Weil der anders spielt, der spielt mit deinem Mind und alles, mit deinen Gedanken. Und deswegen habe ich den Hätte ich jetzt drin. Aber nicht so in die Horrorsparte gepackt, ich eher so in die Mystery-Thriller-Sparte. Aber ja. Ich habe ihn in der Horrorsparte drin. Ja. Bei mir Platz, wo waren wir gerade? Platz 6. Auch ein Film aus der Sneak Preview in Stuttgart, The Visit. Von M. Night Shyamalan. Ja. Jatsi! Das war quasi so die Rückkehr von M. Night Shyamalan, nachdem er sehr viel Scheiße produziert hat, mit The Village und Science und dem ganzen Quatsch und so. Und dann hat er sich mal wieder, da hat er kaum Budget gekriegt und wirklich mit kleinem Budget das Ding gemacht. Gefällt mir sehr gut. So, Kate, bei dir Platz 5? Platz 5 ist bei mir S. S. Welcher? S. Tatsächlich alle. Also sowohl die alten als auch die neuen. Und das dann hast du ja deine Top 10 schon voll. Ja. Du alle hier. Also nein, ich meine diese Film-Franchise-Serie, Filmserie. Nicht alle obwohl Freitag ich Clowns der 13. hasse. Obwohl ich Clowns hasse, ist S bei mir auf Platz 5. Okay. Ja, weil er einfach verdammt gut gemacht ist. Sowohl die alten als auch die neuen. Hm. Ja. Ich konnte mich bei so Filmreihen dann immer nicht so richtig entscheiden, welchen ich nehme. Da habe ich sie dann lieber rausgelassen. Ich nehme einfach ganze Reihen rein. Als das ist jetzt sehr spannend. Weil, Chris, bei dir? Ich habe das ganz ähnlich gemacht. Okay, ich habe tatsächlich auf Platz 5 auch Es. Ja! Und zwar, also, aber halt wieder Teil 1 und 2 immer zusammen. Und sowohl die Klassiker als auch die neuen kannst du da wunderschön als ein Gesamtwerk, denke ich, schauen. Gehört ja auch irgendwie zusammen, die Filme, deswegen habe ich das da drin und hat mir sehr gut gefallen. Also damals schon Pennywise fand ich damals schon cool. Den neuen finde ich auch relativ cool, weil ja, haben wir doch ein paar Sachen gut damit gemacht. Deswegen ist auf Platz 5. Ja, sehr gut. Man merkt, dass ihr gut zusammenpasst, so, weil ich habe ganz andere Filme als ihr, aber ihr habt so sehr ähnliche Filme, das passt. Ich habe auf Platz 5 einen meiner wirklich Horror-Slasher-Lieblingsfilme der letzten Jahre, Happy Death Day. Da habe ich immer noch so viel Spaß, wenn ich den ersten gucke, den finde ich so super. Cool, und das ist jetzt das ist für mich eher eine Komödie, Happy Death Day. Ja, es stirbt auch. Es ist schon ziemlich, es ist gruselig. Ja, es wird auch gestorben. Oh. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Also, du brauchst für einen Horrorfilm, muss nicht jemand sterben. Obwohl, der Bodycount ist natürlich niedlich, der liegt ja bei 1, ne? Aber es ist halt immer dasselbe. Okay. Was habt ihr denn auf 4? Ich habe Saw auf 4, okay, den ersten. Chris, hast du was anderes? Ich habe den ersten Freitag der 13. Ah. Weil wir den damals geschaut haben und den so rotzelangweilig fanden. Also mein bester Freund und ich haben den damals angeschaut und fanden den einfach stinkend langweilig. Und dann so quasi die letzte Minute saßen wir vorm Fernseher und haben uns geschüttelt, weil uns alles nur noch so und er ist nachhaltig in Erinnerung geblieben. Deswegen für mich, weil er eben auf so eine ganz spezielle eigene Art brutal gruselig und schlimm ist, finde ich, Freitag der 13. der erste. Okay. Gibt es auch eine sehr schöne Folge bei Movies That Made Us drüber, weil die letzte Szene sollte eigentlich gar nicht so drin sein. Da haben sich die Produzenten ein bisschen, weil die wollten einen weiteren Teil machen und wollten da einen Ausblick geben, was da kommen könnte. Und ja, finde ich aber auch sehr gut, diese Endszene, obwohl ich den Film, den ersten, jetzt nicht so toll finde, dass ich den jetzt hier so weit vorne, ich finde da eher so den dritten oder vierten, den finde ich da schon ein bisschen besser. Bei mir auf Platz 4 ist Scream tatsächlich und hier der erste natürlich und mal gucken, was da jetzt kommt, ne? Da kommt ja quasi ein Reboot, keine Ahnung, Sequel, irgendwas kommt da ja, mal schauen, was uns da erwartet. Ich höre daraus, Scream hat er gar nicht in der Liste, okay. Doch, aber also, weiter oben. Weiter vorne, okay. Überhaupt gar nicht in der Liste. Okay. Nee, Scream hat es bei mir nicht reingeschafft. Weil Scream für mich jetzt nicht so, also der erste, ja, aber ab Teil 2 ist dann halt, für mich geht es in eine ganze Weile und Scream Forum war einfach ganz fies. Ich habe halt auch so überlegt, also alle Filme, die ich hier in meiner Top 10 habe, sind so Sachen, wenn die jetzt quasi, wenn ich nachher Sky einschalte und es läuft, gucke ich das. Weil da kann ich nicht ausschalten und genau, habe ich überlegt, welche würde ich da reinpacken. So, Kate, bei dir Platz 3. Jetzt kommen wir langsam in die Top 3 hier. Ja, Insidious. Ah, ja, doch, das war auch sehr, sehr gut. Ich scheiß mich ein, wenn ich den Film gute sehe. Wahl, das ist gute so Wahl, übel. Ja. Der ist wirklich gut. Der hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft, aber der ist auch sehr gut. Da habe ich lange überlegt. Chris, bei dir? Oder haben wir schon was genannt? Bei mir ist auf Platz 3 ist Paranormal Activities.
der erste da. Aber der war auch gruselig, ja, ne, mit den Kameras. Da passiert doch eigentlich quasi nichts. Doch. Ja, da passiert genug. Und das ist genau da auch wieder die Situation, wo ich damals hatte. Ich hatte in meiner alten Wohnung in Convestheim drüben, hatte ich eine sehr gruselige Nachbarin. Die war auch schon jenseits von gut und böse. Die hatte Probleme mit der Körperhygiene und das hast du halt auch aus der Wohnung rausgerochen. Also es hat halt im Hausflur auch schon extrem nach Urin und solchen Sachen gerochen. Immer. Und das war schon richtig widerlich. Und ich hatte einmal eine Nacht, hatte ich irgendwie Erkältung und Fieber und alles. Was Fieber, ja. Und das war, glaube ich, die Nacht, nachdem ich den Film gesehen habe, oder zwei Nächte danach. Und hab dann in dem Fiebertraum die alte Dame neben meinem Bett stehen sehen, so wie bei Normal Activity. Und ich bin aufgewacht und ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist und war so völlig durch. Und das kreide ich dem Film heute noch an, deswegen. Ich weiß noch, wie du mich am nächsten Morgen angerufen hast. Todfertig. Du warst voll im Arsch, ey. Ja, also deswegen, der hat mich da schon sehr mitgenommen. Nachhaltig verstört, sagen wir so. Ja, jetzt kann ich mir denken, ist ja auch, ich meine, ist auch, wenn du Kinder hast, so, wenn dann plötzlich ein Kind mitten in der Nacht neben dem Bett steht, so, oh, ich habe schlecht geträumt, weißt du, merkst das nichts, Kind guckt dich die ganze Zeit an und dann, ja, gut, mittlerweile Scheiße. Sind sie alle beide älter, dass das nicht mehr so passiert, aber das ist passiert, ja. Bei mir auf Platz 3 aus der Rubrik Science-Fiction-Horror ist Alien, der erste. Na gut. Okay. Habe ich überlegt, aber habe ich nicht als Horrorfilm. Kate, Platz 2 bei dir? Tatsächlich, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Okay. Ich habe den letzte Woche mal wieder angeguckt und danach dann auch den zweiten Teil und musste feststellen, ich mag ihn. Hm. Ich mag ihn einfach. Ja, nicht schlecht. Ja. Chris, bei dir? 2? Bei mir auf Platz 2 ist REC. REC? REC, der spanische Original. Das fand ich richtig gut. Da lief, glaube ich, der zweite lief mal in der Sneak, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber REC fand ich richtig. Mein Platz 2 habe ich schon genannt, A Quiet Place. Kate, bei dir Platz 1? So. Was ist das bei dir? Wisst ihr alle. Das wisst ihr alle. Es ist Scream. Einfach Scream. Ja, muss ja jetzt kommen, ja. Ich gucke Scream 1 bis 3 ungefähr 3 bis 5 Mal im Jahr. Weil ich ihn einfach, ich liebe diese Filmreihe. Also der vierte war so, muss nicht sein, also überspringe ich ganz gern so. Deswegen freue ich mich so massiv, dass wir jetzt einen neuen Teil bekommen. Und ich hoffe, die verkacken es nicht. Ich habe richtig, richtig Bock auf den neuen Scream-Film und habe jetzt, wo ich drüber rede, direkt wieder Lust, den ersten anzugucken. Es gibt für mich keinen besseren Horrorfilm als Scream. Es gibt super andere, gar keine Frage, aber einen, den ich wirklich immer gucken kann und immer wieder gucken kann, ist einfach Scream. Definitiv. Waren coole Moves drin in dem Film, das Drehbuch gut mit Drew Barrymore am Anfang, so, die man gar nicht so richtig erkannt hatte, die dann nochmal reinzubringen, weil die hatte ja dann lange keine Rollen gehabt und so weiter und mit Courtney Cox da von Friends und so. War schon super Casting, gute Ideen und witzig mit diesen ganzen Meta-Gags, die da drin waren. War einfach, hätte ich damals auch so Wes Craven nicht so richtig zugetraut. Aber da steckt halt auch Kevin Williamson als Writer dahinter, der ja für Dawson's Creek geschrieben hat und so. Der halt wirklich auch gut schreiben kann. Ja. Chris, bei dir Platz 1? Insidious. Ah, okay. Mhm. Bei mir ein Film, der Platz 1, der heute noch gar nicht genannt wurde, fällt in den Bereich Creature Horror. Ist natürlich der Weiße Hai. Ist keine Überraschung bei mir. Aber das ist so, der lief letztens wieder. Sky, muss ich gucken. Okay, Mensch, da sind wir ja durch mit den Top 10. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da jetzt noch coole Filme, die wir nicht genannt haben, die wir gar nicht eingegangen sind, dann schreibt uns eine Nachricht auf den diversen Plattformen und dann gucken wir mal, ob wir das nochmal aufgreifen, das Thema. Vielleicht gibt es ja dann demnächst eine andere Rubrik, wo wir unsere Top 10 jeweils vorstellen. Mal schauen. Jetzt gehe ich mal noch in den Bereich Heimkino. Heimkino. Hatte ich ja schon in der Einleitung erwähnt, ich habe Army of Thieves geschaut und wir hatten ja auch schon als Heimsneak den Army of the Dead, hieß der, glaube ich,
gehabt, ne? Habt ihr ja auch geschaut gehabt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Mit, ja. Wo mhm. die in Las Vegas da, Zombie-Epidemie und so. Und jetzt gab es eine neue Premiere auf Netflix, nämlich Army of Thieves. Und ja, von und mit Matthias Schweighöfer. Und wer den sehr empfehlenswerten Podcast von Steven Gätchen Kino oder Couch hört, der könnte sich an oder könnte eine Folge gehört haben mit Matthias Schweighöfer, in der es auch um diesen Film geht. Und nachdem ich die Folge gehört hatte, wollte ich den Film unbedingt sehen, weil der ist nämlich echt cool, die Folge, und wird viel erzählt drüber, wie quasi Zack Snyder schon im Rahmen des Drehs zu Army of the Dead irgendwie gesehen hat, dass Matthias Schweighöfer da irgendwie ein bisschen Ahnung hat vom Filmedrehen und so und wie der da überhaupt dran gekommen ist. Ich will nicht zu viel verraten, aber ja, also Zack Snyder hat das ja mitproduziert, Army of Thieves, aber Matthias Schweighöfer durfte Regie führen, was bei so einem wirklich internationalen Großprojekt für Netflix bei dem Budget schon nicht ohne ist für so einen, sag mal, deutschen Schauspieler. Und hier wird quasi die Vorgeschichte erzählt zu Dieter, dem Tresorknacker-Genie, der ja bei Army of the Dead dort angeheuert wird, um mit nach Las Vegas zu gehen, was von irgendwie Zombies verseucht ist, und da diesen Tresor zu knacken. Und hier ist es so, es gibt irgendwie diesen Ring der Nibelungen, diese Trilogie irgendwie, gibt es drei Saves. Jeder heißt irgendwie nach irgendwas aus diesem Ring der Nibelungen. Irgendwie einer heißt Morgendämmerung oder so, oder Götterdämmerung. Und das sind irgendwie so bekannte Saves, die ein Herr Wagner auch gebaut hat. Deswegen hat er die auch so genannt. Und diese drei Saves möchte der gern knacken. Und übrigens dieser vierte Save aus der Reihe ist dann der in Las Vegas steht. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass er die drei knacken möchte. Er weiß allerdings erstmal noch nichts von seinem Glück, denn er lebt erstmal in Potsdam, arbeitet in einer Bank und hat so als Hobby so ein bisschen dieses Safe-Knacken für sich entdeckt, was natürlich ein bisschen kurios ist, weil er in der Bank arbeitet. Und er macht so YouTube-Clips, so How to Knack a Safe in 10 Seconds und so, und zeigt das, wie das geht, und hat da so sagenumwobene zwei Klicks manchmal auf seinen Videos. Und einer von den Klicks schreibt aber dann mal drunter so, hey, geh doch mal da und dorthin und dann guck mal, was draus wird. Und dann geht er da hin, und da ist so ein Safe-Knacker-Wettbewerb, was aber eher so eine Art Casting von der Unterwelt ist für irgendwelche, ja, kriminellen Aktivitäten. Die suchen halt dann einen Safe-Knacker, und so kommt er dann halt in die Truppe rein mit Nathalie Emmanuel, die heißt im Film Gwendoline, mit Ruby Ophée, was, glaube ich, die Frau von Matthias Schweighöfer ist, mit der er auch Kinder hat, als Corinna, dann Stuart Martin als Brad Cage, weil der wollte sich nach bekannten amerikanischen Darstellern benennen, also Brad Cage, weil er ist auch Fan von Nicolas Cage und von Brad Pitt. Und ja, dann haben sie noch ihren Fahrer, der heißt Rolf. Und uff. So, und dann planen sie halt diverse Heists in Europa, in Paris, in Prag und wo war das andere? Weiß gar nicht. Ich glaube in der Schweiz hier, in, wie heißt das? St. Moritz, genau. Und wollen diese drei Safes knacken. Und es wird halt immer schwieriger und schwieriger. Also der erste ist noch relativ einfach, und auch mit der ganze Heist ist relativ einfach, weil da gibt es nur einen Wachmann und so. Und dann wird es halt immer schwieriger und schwieriger. Und dann, ja, ich will mal nicht zu viel verraten. Ist ein echt schöner Heist-Movie. mit viel Witz und auch vielen Meta-Gags. Ich mochte vor allem diese Meta-Gags, die da drin stecken, wenn dann er oder einer von den anderen Personen dann irgendwelche Sachen raushaut, die irgendwie in diesem Universum oder mit sich selbst oder irgendwie mit dem Genre selbst irgendwie zu tun haben. Hat mir so einen Spaß gemacht, der Film. Und ich würde den euch empfehlen, den auch mal zu gucken, ne? Also ich fand den auch besser als Army of the Dead. Weil hier so ein schöner Heist-Movie mochte ich eh immer, so Olsenbande oder Ocean's 11 und sowas. Ne? So mein Ding, so, wenn die da irgendwas planen und wie machen wir das. Und dann sind halt auch so Schnitte drin, wo sie sich auch so ein bisschen über das Genre so ein bisschen mit einem Augenzwinkern lustig machen, über das Genre der Heist-Movies. Und sehr empfehlenswert, auf Netflix zu schauen. Army of Thieves bekommt von mir 7 Punkte. Und ja, guck dir mal rein. Ne? Vielleicht schafft das ja. Und ja, dann sind wir schon in dem Bereich, dass wir gucken, was so neu anläuft im Kino. Ich glaube, einen wissen wir schon, aber mal schauen, was noch so kommt und was in den Charts drin ist. Kinocharts und Neustarts. Gucken wir doch mal die offiziellen Innenstadt-Kino-Charts für Stuttgart. Eternals, Platz 5 nur. Wieso nur?
Keine Ahnung, Platz 4, Venom, Let There Be Carnage, warum nur? Ich glaube, der läuft ja erst an, Eternals, das war bestimmt so ein Preview oder sowas, deswegen mal schauen, wie es nächste Woche aussieht. Ja, Venom, genau, den wollte ich eigentlich auch noch sehen. Habe ich echt überlegt, Venom oder Halloween Kills, hätte ich mal lieber Venom gemacht. Die Schule der magischen Tiere auf der 3. Dann auf Platz 2, Contra. Höre ich nur Gutes, echt. Platz 1 immer noch in Stuttgart, keine Zeit zu sterben, James Bond. Ey, das, ich glaube, man muss den Innenstadtkinos mal die Festplatte wegnehmen, dass sie mal andere Filme zeigen, oder? Oh, wenn es läuft, läuft's. Ja, genau, wenn es läuft, läuft's. Was läuft denn neu an? Gucken wir doch da mal. Vielleicht ist da was Cooles dabei, wo man sagt, das könnt ihr jetzt mal. Denkt ihr, Eternals wird James Bond einen Rang ablaufen? Es gibt doch viele Marvel-Fans, die nicht gehört haben, dass der nicht gut sein soll, oder? Nein. Nee? Nein. Okay, welcher könnte denn den Rang ablaufen? Red Notice. Aber der läuft doch. Hä? Läuft der nicht auch auf Netflix gleichzeitig an? Ich war der Meinung, dass der nur Netflix-only ist, aber. Steht jetzt hier drin. Das ist ja kurios. Also wissen wir nicht genau, ob der anläuft. Also mit Dings, Dwayne Johnson und Ryan Reynolds und der Wonder Woman hier. Wie heißt sie? Komm gar nicht um den Namen. Gal Gadot. Ah, Gal Gadot, genau. Ja, helfe gern. Die in einem Action-Thriller um FBI-Agenten. Vielleicht startet er auf Netflix dann oder auch im Kino. Wenn es im Kino startet, geht da rein. Ebenfalls startet die Rettung der uns bekannten Welt. Sensible Tragikomödie von Tim Meyer über einen jungen Mann, der trotz bipolarer Störung versucht, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Wie heißt der? Matt Damon? Tim Meyer. Matt Damon? Matt Damon. Nein, Til Schweiger. Til Schweiger. Okay. Ja, es startet auch noch Last Night in Soho. Der soll ganz gut sein, habe ich gehört. Oh mein Gott, das ist einer meiner Top-Lieblings-Horror-Thriller. Gab es verschiedene Meinungen? Nee, Quatsch. Auf jeden Fall absolut sehenswert. Und ich sag mal so, bei dem, was wir bis jetzt so haben und wenn ich hier so mal schnell durchscrolle, was neu anläuft, ist es auf jeden Fall das sehenswerteste Film von allen. Unbedingt anschauen. Ein Til Schweiger-Film läuft an, da rennen sie alle wieder rein. Und Red Notice, finde ich, sieht halt schon gut aus. Lieber Thomas, herausragendes und originelles Drama, das der Persönlichkeit und dem Werk des aus der DDR stammenden rebellischen Autoren Thomas Brasch ein Denkmal setzt. Kenne ich nicht. Es läuft auch noch an, der Film für alle Lehrer. Krass Klassenfahrt. Komödie basierend auf der erfolgreichen gleichnamigen Webserie von Jonas Ems und Jonas Wuttke. Ja. Wurde ja mal getippt für die Sneak, aber der Kelch ging an uns vorbei. Ja, vielleicht aber auch nicht. Morgen ist auch noch ein Tag. Ebenfalls startet Elise und das vergessene Weihnachtsfest. Weihnachtsfilm für Groß und Klein um die kleine Elise oder Elise, wir sind in Deutschland, deren Dorf nicht weiß, dass Weihnachten ist. Sind wir da Anfang November nicht ein bisschen früh dran, aber na gut. Ja, der läuft bis Weihnachten. Weihnachten geht dieses Jahr früher los. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Absoluter Straßenfeger. Zieht alle Leute rein hier. Hopfen, Malz und Blei. Bayerische Westernkomödie, die Genre-Stereotypen mit Liebe aufs Korn nimmt. Nie gehört. Oh Gott. Eine Handvoll Wasser. Drama mit Jürgen Prochnow als älterer Herr, der einem Flüchtlingskind aus dem Jemen helfen möchte. Hm. Okay, was haben wir noch? Dokumentation. Windstill, ein Debüt-Drama um eine junge Mutter, die mit dem Alltag nicht mehr fertig wird und Ruhe bei ihrer Schwester finden will. Aha. Ich hab noch einen Debütfilm und zwar Tick, Tick, Boom. Debütfilm von Tony Award-Gewinner Lin-Manuel Miranda, der hier das gleichnamige biografische Musical von Jonathan Larson für die große Filmleinwand adaptiert. Okay, geht's wahrscheinlich um Musik. Boom. Du bist ja der Hammer. Also, manchmal, du bist ein richtiger Fuchs. Hier kann man ja keine 6 von den 9 vormachen und so. Hier. Hallo, das ist ja. So, ne? Okay, da waren ja einige gute. Ich bleibe trotzdem dabei, dass Last Night in Soho der sehenswerteste Film von den Neustarts ist und der auch meines Erachtens wirklich die Kinoleinwand braucht. Die olle Til Schweiger-Kamelle. Die kann man sich auch mal zu Hause angucken auf dem ZDF-Nachmittag oder so. Ja, dann sind wir ja schon soweit durch mit den Charts und Neustarts und widmen uns mal so ein paar News, die jetzt so aufgetaucht sind in der vergangenen Woche. News. Eine News,
muss ich zu meiner Schande eingestehen, die habe ich ein bisschen, ja, die wollte ich eigentlich jetzt schon länger mal reinnehmen. Hatte ich immer ein bisschen vergessen und verpasst und da waren andere Themen und so und hat man Gäste da. Und zwar die Co-Produktion Thala Vision vom SWR co-produziert und die Filmakademie Ludwigsburg haben das zusammen produziert. Die haben den sogenannten Studenten-Oscar gewonnen für einen Film, der heißt eben Thala Vision. Gemacht hat den Murat Abu Aisi und wie gesagt, den Oscar in Gold gewonnen. In diesem Film, den ich auch schon gesehen habe, deswegen bin ich auch drauf gekommen, der war mal eine Zeit lang in der Mediathek verfügbar, vielleicht kommt er da mal wieder rein, geht es darum, um ein 8-jähriges Mädchen in Syrien, der ihr einziger Kontakt in eine schöne Welt ist halt der Fernseher, weil das Syrien heutzutage ist eben, ja, nicht so schön draußen vor der Tür und sie taucht dann immer ab und sie schaut auch sehr, sehr gern Fußball mit ihrem Fernseher und eines Tages wird ihr der Fernseher weggenommen, also der wird zum Fenster rausgeworfen, weil es ein Verbot gibt von den Obrigkeiten, dass eben die Fernseher nicht mehr so Westprogramme empfangen sollen und da bricht halt für die eine Welt zusammen, für die Thala und ich will nicht zu viel verraten, weil wie immer bei solchen Kurzfilmen ist es dann halt auch so, dass so ein paar Twists und Drehs und Drama gibt und so. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Film. Unbedingt anschauen. Nicht umsonst den Studenten-Oscar gewonnen. Wieder mal Filmakademie Ludwigsburg hat es gerockt. Sehr gut. Und ich nehme an, ihr habt nichts davon gehört, weil es ging wie immer ein bisschen unter solche Geschichten. Nein. Also, ich verlinke mal mit den Beitrag dazu, dass man nochmal alle Informationen hat und dann könnt ihr einfach mal schauen, auch liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ob ihr den irgendwo in der Mediathek findet. Ich habe ihn gerade nicht gefunden, aber manchmal gibt es den ja dann irgendwo nochmal auf YouTube, hat den irgendjemand hochgeladen oder so. Dann vielleicht kurze Nachricht an mich. Dann noch ein was mich natürlich sehr gefreut hat. Ich bin ja bekennender Schläferz-Fan. Die Winterstaffel geht bald los am 19. November mit dem ersten Film, mit dem ich euch dann nerven werde. Der heißt RoboShark. Das heißt Haie und Roboter in einem Film. Und schöner Trash-Film wird das sein. Am 26. November geht es weiter mit dem Film, der heißt im Original Police Woman. Und in dem Film taucht keine einzige Polizistin auf. Denn im Deutschen heißt dieser Film auch Sadomano, Insel der teuflischen Frauen. Ja, muss man glaube ich sehen. Und am 3. Dezember kommt ein Film, der heißt Der Krieger und die Hexe. So eine Art schlechtes Remake von Kurosawas Der Leibwächter. Aber soll wohl sehr, sehr scheiße sein. Wird richtig gut. Und am 10. Dezember kommt dann Ach, jodel mir noch ein, heißt der Film. Ich glaube, deutscher Titel war Stoßtrupp Venus. Ein in der Spätphase der deutschen Sexfilmwelle einzuordnendes Werk, das versucht, das Genre mit mehr oder weniger sinnigen Anleihen bei anderen Genres am Leben zu halten. Ja, da kommt zum Beispiel der Witz her. Zitat, können Sie Französisch? Ja, aber nur mündlich. Sprechen kaum. So, jetzt wisst ihr, was euch da erwartet. Also, Schläferz, da werdet ihr hier demnächst dann davon hören, wenn ich die Filme gesehen habe. Dann gucken wir mal in die Serien rein. Serien. Kate, was ist denn The Five? The Five ist eine relativ alte Serie, sie ist von 2016 und die habe ich bei Join Plus entdeckt und das ist eine Mystery-Crime-Serie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, deswegen würde ich sie euch mal kurz ans Herz legen. Es geht um 5 Personen, eigentlich genau genommen um 4 und eine vermisste Person, denn Mark, Prue, Slade und Danny waren als Kinder unzertrennlich. Bis allerdings der kleine Bruder von Mark, der heißt Jesse, verschwindet. Es wird vermutet, dass er entführt wird. Und kurze Zeit später wird auch ein Mann verhaftet, der andere Morde schon begangen hat an Kindern. Und der behauptet, auch ihn getötet zu haben. Also alle gehen davon aus, er ist tot und so, ne? Dieses Verschwinden dieses kleinen Jungen macht aber die Freundschaft der 4 ein bisschen brüchig und sie leben sich ziemlich auseinander, bis dann eines Tages alle erwachsen sind und einer der 4 Freunde Polizist ist und an einem frischen Tatort
die DNA des verschwundenen Jessys gefunden wird. Mhm. Und nun ist die Frage, lebt er vielleicht doch noch? Oder wo kommt diese DNA daher? Spielt da jemand nur ein makaberes Spiel oder nicht? Und so kommen die vier auch wieder zusammen durch diesen neuen Fall. Und der Bruder versucht natürlich dann auf eigene Faust zu ermitteln und rauszufinden, weil die Eltern natürlich Hoffnung haben, dass er vielleicht doch noch lebt, der Jesse. Und die anderen werden da eben so mit reingezogen aufgrund ihrer aktuellen Berufe und so. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Aber diese 10-teilige Serie endet sehr gut und auch hat auch ein Ende, mit dem ich nicht so direkt gerechnet hatte. Ich hatte kurz mal eine Vermutung, aber die kam mir sehr abstrus vor. Wie sich dann entschieden hat, erzähle ich natürlich nicht, aber es ist eine sehr schöne, an sich auch geschlossene Serie. Also es gibt keine zweite Staffel, was auch okay ist. Also das ist abgeschlossen, diese Geschichte am Ende. Und ja, ob Jesse noch lebt oder nicht, müsst ihr dann rausfinden, indem ihr die Serie schaut. Es ist eine britische Serie, ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, langatmig, in Anführungsstrichen. Sie könnte meiner Meinung nach ein bisschen zackiger sein, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das ist langweilig, ich schalte aus. Das passiert nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an den Sehgewohnheiten, ne? Wenn die Serie 2016 ja gedreht wurde und so. Das sind jetzt auch schon wieder 5 Jahre und jetzt, was da alles für Entwicklungen waren. Aber du hast mir da echt Lust gemacht auf die Serie. Ich habe davor noch nie was gehört gehabt. Ich habe es auch gleich mal bei Fortsetzung folgendes Dokument eingetragen. Ja. Klingt echt cool, will ich sehen. Ja. Man kennt auch die ein oder anderen Schauspieler vom Sehen. Also die Namen haben mir alle nichts gesagt. Aber wenn du die Serie anguckst, dir kommt das ein oder andere Gesicht bekannt vor. Wahrscheinlich aus irgendeiner anderen britischen Serie, die du mal gesehen hast. Ich glaube, dass die in Großbritannien relativ bekannt sind auch. Kann sein, ja. Werde ich mal sehen. Guck mal rein. Ich habe auch noch eine Serie, die mussten wir für Fortsetzung voll gucken. The White Lotus auf, ich glaube, Sky läuft die. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Wie fandst du die? Ich habe sie bis zum Ende geguckt. Und? Ich fand sie strange, aber okay. Du hast sie bis zum Ende geguckt? Ja. Yeah. Okay. Lohnt sich das, oder? Das Ende ist halt so. Nochmal ein Paukenschlag. Vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. White Lotus ist deklariert als Dramedy-Serie. Und es geht darum, dass reiche Leute auf eine, ich würde sagen, hawaiianische Insel in so ein Luxusresort kommen. Das Luxusresort heißt White Lotus. Genau, das Luxusresort ist der Name, also White Lotus. Und die werden in der ersten Folge in Empfang genommen. Da haben wir zum Beispiel Steve Zahn, den kennen wir aus zum Beispiel Joyride oder so. Und ein paar andere Darsteller kennt man auch. Hier Jennifer Coolidge zum Beispiel oder so. Und wie heißt sie? Mensch, jetzt suche ich gerade den Namen hier, die frisch verheiratet ist hier mit dem Typen, die, ich komme gar nicht ich auf den Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall die, ja. Ja. Und meine Güte, ist das eine Scheiße. Also das kann ja, also du guckst die ganze Zeit nur reichen Leuten zu, die irgendwelche Probleme haben. Da gibt es überhaupt nichts, was in irgendeiner Weise interessant ist. Moment. Das Einzige, was interessant ist, ist so die Art, wie es gedreht ist und die schöne Umgebung. Aber der Rest ist so ein himmelschreiender Unsinn, der da stattfindet. Alexandra Daddario ist es übrigens. Also das ist ja, da ist ja nichts Interessantes dran. Ich habe extra noch irgendwie die zweite, dritte Folge geguckt. Irgendwann muss das doch mal irgendwo ein Drama hier. Nichts. Das ist quasi GZSZ unter Palmen. Also wirklich, GZSZ hatte noch mehr irgendwie Drama. Also der Witz ist aber, ich habe das besser gefunden als Nine Perfect Strangers, was ich nicht zu Ende geschaut habe. Ja, das habe ich auch nicht zu Ende geschaut. Das fand ich ja genauso mit Nicole Kidman war das, die da in dieses Ressort. Genau. Also irgendwie scheint das jetzt so ein Ding zu sein, irgendwelche uninteressanten Leute mit uninteressanten Geschichten in irgendein nices Ressort zu. Sind das irgendwelche Corona-Drehs oder sowas, dass man gesagt hat, wir müssen alle irgendwo zusammenbringen und keiner darf raus aus der Bubble und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen? Also meine Güte, ey, kann das sein? Ich glaube, bei The White Lotus war es so gedacht, dass es halt aus dem Blickwinkel der Angestellten auch sein soll, mit was die sich so rumschlagen müssen, weil es ist ja viel aus dieser
Sichtweise dieses Resortleiters erzählt, aber auch andere Blickwinkel. Das hat mich dann schon wieder ein bisschen eingeschränkt. Ich hätt gern einfach einen Blickwinkel gehabt und nicht fünf verschiedene. Und dann ist es, glaube ich, ganz spannend, einfach eine Woche von so einem Resortleiter zu begleiten, der sich mit den Problemen und den, also in Anführungsstrichen, Problemen seiner Besucher und Gäste rumschlagen muss. Das Ende ist ehrlich gesagt ziemlich geil, aber ich verrate es natürlich nicht. Aber bis es dahin kommt, ist es schon sehr, sehr schleppend. Ja, und wie du, was mich zum Beispiel am meisten genervt hat, war die unverheiratete Frau, die sich ständig, war das nicht Stiflers Mom? Ja, genau. Ja, die fand ich mega anstrengend. Ich will eine Massage. Ja. Könnt ihr mit mir Abend essen? Oh Gott, warte. Ey, das war sehr, sehr anstrengend. Du willst hier meine verdrängten Sachen auf. Ich will da nicht nur mal drüber nach. Das war furchtbar. Also wie kann man das bis zu Ende gucken? Also das ist ja... Ich hab's nicht. Na, ich lese übrigens gerade hier gefilmt während der globalen Pandemie unter Strict Safety Guidelines. Ja, es macht total Sinn, weil... Aber nichts, ey, da lässt man sich doch wenigstens mal irgendwie einen Mord einfallen oder einen Kriminalfall oder irgendwas, damit das irgendwie interessant wird. Aber das ist ja das strotzt ja vor Langeweile, das ganze Ding. Ich kann dir ja nachher mal sagen, wie es ausgeht. Nein, will ich nicht wissen. Das interessiert mich überhaupt nicht. White Lotus. Nee, keiner. Also Vorsicht da, White Lotus, ja. Chris, habe ich dir Lust gemacht, das zu gucken? Dich mal wieder ein bisschen reinzuholen hier in die... Ich höre den Chris nicht. Ich höre ihn auch nicht. Chris, wir hören dich nicht. Das hat mega Bock jetzt gemacht. Du bist gerade kurz mega eingeschlafen, nehme ich an. Ja, ich bin kurz weg gewesen. So, okay. Na dann, kommen wir mal in die Rätselecke. Jetzt gut, dass du wieder da bist hier. Habe ich auch mega Bock drauf. Ja? Rätselecke. Tja, die Luisa hat ja letzte Woche gewonnen und sie hat mir, wie versprochen, ein Rätsel geschickt, wo ihr euch mal dran die Zähne ausbeißen könnt. Moment, ich öffne noch kurz Google. Ja, mach das. die erste Frage in Luises Rätsel lautet, Pretty Woman hieß nicht immer Pretty Woman, also der Film. Unter welchem Namen sollte der Film ursprünglich ins Kino kommen? Scheiße. A, Yuppie, B, A Boulevard Girl, C, 3000. 3000. Du sagst 3000, C. Ja. Du sagst B, da hat Kate einen Punkt, denn es ist 3000. Denn sie nimmt ja 3000 pro Nacht oder sowas. Ja. Eine sogenannte Edelnutte. Okay. Welcher Fakt über Luise stimmt nicht, möchte sie von euch wissen. Also Achtung, stimmt nicht. Nicht. Ja. A. Sie hat den Neffen von Walt Disney auf einer Filmpremiere kennengelernt. B. Sie hat mehr als 500 Filme und Serien in ihrer DVD- und Blu-ray-Sammlung. Oder C. Sie hat die Filmklassiker Citizen Kane und die Reifeprüfung noch nie gesehen. C. Was sagst du, Chris? B. B ist richtig, also richtig, also es ist falsch. Also sie hat nicht mehr als 500 Filme in ihrer DVD und Blu-ray, sondern sie sagt selber, sie hat nur ca. 200. Also steht es jetzt 1:1. 1:1. So, und dann kam noch was, da weiß ich jetzt, also da kann ich weder, also bei den Sachen konnte ich ja wenigstens noch ein bisschen, aber... Bei der folgenden Frage bin ich völlig blank. Also da weiß ich die Lösung auch nicht, ob es richtig oder falsch ist. Aus der Rubrik richtig oder falsch. Es gibt einen Fakt. Sie nennt es selbst die Gilmore Girls Edition. Ich denke mal, Chris, da bist du nicht gerade sattelfest. Perfekt. Das ist genau meine Kategorie. Ich weiß es bestimmt. Erzähl. Richtig oder falsch? Lorelei. Alexis Bledel mag keinen Kaffee. Richtig, das ist korrekt. Chris, was sagst du? Das ist korrekt, sag ich. War natürlich strategisch schlecht, jetzt Kate für dich zuerst zu antworten, ne? Genau, das ist richtig. Deshalb trank sie meistens Cola als die zusätzliche Antwort. Sie hat immer Cola oder Tee in ihren Bechern. Da steht es jetzt 2:2, wenn ich mich da recht erinnere. Warum ich mich einfach da gerettet habe. Ja. Eine Schätzfrage hat sie nicht geliefert, die bekommt ihr jetzt von mir. Okay. Und zwar, kennt ihr den Film Boogie Nights?
in dem es in die Pornobranche in den, was ist das, 70ern geht. Ja? Wer kennt Boogie Nights nicht? Wie lang war der, in Klammern selbstverständlich, falsche Penis, der am Ende des Films zu sehen ist? Oh Gott. Keine Ahnung. Der ja dem Pornostar von John Holmes entsprechen sollte. Wie lang war der? Du musst jetzt nicht von deinen 50 Zentimetern ausgehen, Chris. Oh Gott. Ich sag jetzt mal. Es geht um alles. Es geht um alles. Ihr müsst jetzt schätzen. Ja, ich sag jetzt mal 30 Zentimeter. So viel? Ja, ich übertreibe. So, ich hab da ein bisschen Erinnerung. 23. Also der falsche Penis war 33 Zentimeter lang und damit, jetzt kommt der eigentliche Fakt, damit 3 Zentimeter länger als der tatsächliche Penis von John Holmes. Also wäre es sogar der tatsächliche, wäre sogar der Punktlandung gewesen. Ja, da hat Chris natürlich jetzt gewonnen mit meiner schlüpfrigen Schätzfrage, die ich hier aus dem Hut gezaubert habe. Hätte ich doch den Chris als erstes antworten müssen lassen bei der Game of Girls Frage. Tja, ja, hätte Fahrradkette. Ja, ja. Strategie ist wichtig. So, jetzt kriegt der Chris erstmal sein X hier und er kriegt. Du hättest ja auch moderieren können, wer zuerst antworten muss. Ja, das kannst du ja selber. Du hast doch. Wenn es schon heißt, der hat keine Ahnung, dann lass ihn doch. Ich weiß, Kate, hast du gerade eine Verbindungsstörung? Bei mir kommt nur ein Mimi. Oh, du hast mein. Gestern mit gestorben. Schon wieder. Dann freuen wir uns nächste Woche auf ein Rätsel vom Chris. Vielen Dank, Luise. Ich werde euch so wegfiedeln. Hey. Danke, Luise. Eingesandte Rätsel. Und jetzt kommen wir dann auch schon in den Musiktipps rein hier. Music. Ich sehe ja, wir haben gar nicht so viel Musik aus Last Night in Soho. Ich bin zutiefst entsetzt, wirklich. Ich bin wirklich zutiefst entsetzt. Ich dachte extra, weil ich habe meins zuerst eingetragen, dass ihr alle sowas nehmen wollt. Deswegen wollte ich euch die bekannten Sachen lassen, aber gut. Zutiefst dann warte entsetzt. Mal, dann nehme ich den Eloise dann. Wenn ihr den nicht nehmt, wenn ihr den Elfmeter nicht reinmachen wollt, dann mache ich also jetzt mal, jetzt ganz im Ernst. Der Soundtrack von Last Night in Soho ist richtig cool. Hammer, sei es a Puppet on a String. Oder Downtown. I've got my mind set on you. Oder there's always something there to remind me. Und auch hier, Anya Taylor-Joy hat ja auch noch Downtown a cappella und eine Uptempo-Version gesungen und You're My World auch noch dazu gesungen. Also nur mal so, es gibt so viele coole Songs. Und dann gucke ich hier in das Dokument, schreibe meinen rein, den ich einfach genommen habe, weil ich den Song einfach mag und sehe, dass die beiden anderen überhaupt nichts aus diesem Soundtrack haben. Ich habe von Barry Eloise drin, bitte. Ja, seit gerade eben hatte der Erik hier Barry Ryan mit Eloise. Ich muss eh einen neuen nehmen. Ich sehe gerade, den habe ich schon auf der Liste. Tata. Das ist überraschend. Hast du nicht schon alle Songs von Taylor Swift auf der Liste? Nein. Eine Taylor Swift Playlist, Kinocast. Nein. Dann kannst du ja noch einen nehmen von dem Soundtrack. Also wie gesagt, ich habe The Walker Brothers mit Land of 1000 Dances. Wer das den Anfang nicht kennt, oder der kennt man vielleicht auch aus einem anderen Song noch. Aber ich mag das einfach. Na 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 na. Nicht so singen, sonst immer kriegen wir GEMA so nah dran am Original. Kate, was hast du jetzt? Ich nehme von Dusty Springfield Wishing and Hoping. Okay. Dusty Springfield. Okay, alles klar, ich trage das ein. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt da folgen, ne, auf Spotify, die Kinocast Songs Playlist. Und dann kriegt ihr die auf die Ohren. Jede Woche 3 neue. Huhu. Beziehungsweise letzte Woche sogar 4, glaube ich. Okay, dann vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Portalen, wie zum Beispiel Patreon und so weiter, unterstützen und damit den Podcast hier am Leben halten und die Seite am Leben halten. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, es gibt jetzt auch so ein paar geschriebene Filmkritiken, weil ja viele mögen dann auch nochmal das geschriebene Wort. Ich habe gesehen, das kommt jetzt von den Klickzahlen ja sehr, sehr gut an.
Gerade weil wir auch ja neue Filme sehen, die jetzt gerade erst im Kino anlaufen, wie zum Beispiel A la carte, der erst am 25.11. anläuft, oder den Remis-Film, der jetzt letzte Woche anlief. Da wollen viele doch nochmal nicht eine ganze Sendung anhören, sondern vielleicht auch mal ein bisschen geschriebenes Wort lesen und eine Kurzkritik lesen. Deswegen werden wir das, glaube ich, beibehalten und für die neuen Filme auch noch ein bisschen was schreiben. Also könnt ihr auch immer mal auf kinocast.net vorbeischauen, wenn ihr noch mal was lesen möchtet zu den Filmen. Und ja, dann denke ich mal, sind wir soweit durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nein. Nö, dann sehen wir uns morgen in der Sneak Preview. Mal gucken, was uns da so... Der Kinocast.